Heute schauen wir uns ein bisschen den Labortisch an in unserer Minecraft-Chemie-Edition. Vergiss also daher nicht, bevor du das Spiel anmachst, einmal in deinen Minecraft-Einstellungen das Ganze auch zu aktivieren, weil sonst kannst du diese tollen Sachen nicht miterleben. Aber was wollen wir denn uns heute angucken? Zum einen, wir haben einmal unser Bleichmittel, den Hitzeblock und die Eisbomben wie den Superdünger, den wir uns alles mit dem Labortisch craften können. Von daher aufgepasst und auf geht's! Zuallererst wollen wir natürlich unser Bleichmittel einmal herstellen. Dafür brauchen wir einmal unseren Verbindungserzeuger und stellen dann hier erstmal unsere erste Zutat her. Da brauchen wir einmal zweimal Wasserstoff und einmal Sauerstoff. Daraus erhalten wir richtig Wasser. Von dem Wasser brauchen wir ein bisschen mehr, weil wir später noch für weitere Sachen das brauchen. Also von daher macht ihr genug davon. So, die erste Zutat haben wir schon mal, also Wasser. Als nächstes holen wir uns ein bisschen Natrium raus, gefolgt von etwas Chlor. Und ein bisschen Sauerstoff. Aus diesen drei Komponenten erhalten wir jetzt hier unser Natriumhypochlorit. Ne? Langer Name, aber aussprechbar. Und mehr brauchen wir eigentlich nicht. Also ein bisschen Wasser und unser Natrium. Dann geht jetzt einfach mal an einen Labortisch ran. Und ihr benutzt jetzt einfach mal dreimal Wasser. Und nochmal unser dreimal Natrium, was wir ja hier zusammengemixt haben. Sobald wir hiervon dreimal haben, kommen wir jetzt einfach auf Kombinieren. Und erhalten unser Bleichemittel. Mit Bleichemittel kann man eigentlich jetzt Wolle halt wieder normal in die weiße Form sich einfach mal färben. Das heißt, wenn du grüne Wolle hast, lila Wolle oder blaue Wolle, halt egal welche Farbe, kannst du mit Bleichemittel halt wieder weiß machen. Und das funktioniert jetzt leider nicht so, dass wir uns jetzt da hinstellen und einmal raufklicken, denn das müssen wir einfach mal in einer Werkbank machen. Ja, gute alte Werkbank, gehen wir einmal ran. So, dann nehmt ihr einfach euer Bleichemittel und nehmt jetzt irgendeine bunte Wolle, so, grün, und dann können wir hier draus, zack, weiße Wolle machen. Ihr verbraucht auch immer einmal Bleichemittel dafür, also müsst ihr mal gucken, was ihr wieder in die Ursprungsform weiß verwandeln wollt. Also, es geht nichts über etwas Bleichemittel. Als nächstes wollen wir uns einen Hitzeblock bauen. Der Hitzeblock ist einfach ein Block, der eine Wärmequelle ist. Er bietet nicht unbedingt viel Licht, er ist einfach nur eine Wärmequelle, dann könnt ihr Schnee schmelzen lassen, Eis schmelzen lassen. Für sowas ist er ganz gut. Man könnte ihn auch vielleicht nehmen, so als eine Soundbox oder so, ne, dass man hier vielleicht solche Lautsprecher sich damit ein bisschen darstellt. An sich eigentlich ein schöner Block als Deko. Wir müssen natürlich auch wieder hier in unseren Verbindungserzeuger einmal rangehen und stellen uns erstmal wieder unsere Zutaten her. Also, wir holen uns wieder zweimal Wasserstoff raus und einmal Sauerstoff. Kriegen wir natürlich wieder einmal das Wasser raus. Wenn du dir noch Wasser gemacht hast, benutze das. Ja, ansonsten mix es dir noch einmal. Als nächstes holen wir uns ein bisschen Natrium wieder raus und etwas Chlor. Daraus erhalten wir nun Salz. Bevor wir jetzt natürlich unseren Hitzeblock einmal zusammenstellen, holt ihr euch nochmal etwas Holzkohle raus und dann noch ein bisschen Eisen. Das wäre jetzt hier das Element 26. Wenn ihr es soweit habt, gehen wir wieder einmal an unseren Labortisch ran. Nehmen wir jetzt hier das Wasser. Dann natürlich noch ein bisschen Salz. Unser Eisen ist mit dabei. Und natürlich noch die Holzkohle. Und schon können wir es einmal kombinieren. Und da haben wir dann unseren Hitzeblock. Schick. Als nächstes wollen wir unsere Eisbomben einmal herstellen. Dafür müssen wir natürlich auch wieder hier in unser Verbindungserzeuger rangehen. Und das ist jetzt wirklich ganz einfach. Da holen wir uns jetzt einfach mal zweimal Kohlenstoff raus, dreimal Wasserstoff, einmal unser Natrium und noch zweimal Sauerstoff. Dadurch erhalten wir unser Natrium-Estat. Estat. Ja, ich glaube, so heißt das. So, wenn wir dann hier unser Natrium zusammengemixt haben, geht ihr jetzt einfach nur noch einmal in unseren Labortisch ran. Und jetzt habe ich natürlich hier 64, brauchen wir natürlich nicht. Wir nehmen hier einfach nur 4 Stück. So, aus 4 Stück erhalten wir nun unsere Eisbombe. Zack, da haben wir es. Wir wollen natürlich einmal unsere Eisbombe ausprobieren. Geht einfach zu einer Wasserquelle und werft das einfach mal dahin. Ihr seht, wir erhalten hier ein Feld von 3x3, was jetzt, sage ich mal, diese Eisbombe befüllt. Und so kann man hier, wenn man möchte, sich so eine kleine Eislaufbahn machen. Zack, funktioniert so ein bisschen wie ein Schneeball. Zu guter Letzt wollen wir uns noch ein bisschen Superdünger mixen. So, wir gehen dann wieder einmal in unser Verbindungserzeuger ran. Und der Dünger ist auch wieder ganz einfach zu machen. Ihr holt euch jetzt einfach mal ein bisschen Stickstoff raus, gefolgt von dreimal Wasserstoff. Dadurch erhalten wir hier unser Ammoniak. Ne, nimm dir da ruhig so viel, wie du möchtest. Und das war es eigentlich schon. Jetzt müsst ihr euch nur noch ein bisschen Phosphor raussuchen. Das ist jetzt hier die Nummer 15. Und wenn ihr das habt, geht ihr wieder einfach an euren Labortisch ran. Wir brauchen nur einmal hier unser Ammoniak und einmal Phosphor. So, das mixen wir einmal rein und kombinieren es denn. Voila, und da haben wir dann hier unseren Superdünger. Den Superdünger wollen wir natürlich einmal ausprobieren. Wir setzen hier einfach mal ein Bäumchen. Zack, einmal drauf und schon ist er da. Dann nehmen wir hier mal ein paar Ranken. Funktioniert das da auch? Jawohl, ne, ihr seht,
kann man super damit das alles hochziehen. Oh, und nochmal Bambus, einfach mal zum Ausprobieren. Jo, wunderbar, klappt. Vier tolle Items haben wir jetzt uns gezaubert, unseren Superdünger, unsere Eisbomben, Hitzeblock, wie natürlich das Bleichmittel ist dabei. Soweit es geht, haben wir jetzt alles mit unserem Labortisch gecraftet, was wir hier in dieser Edition uns machen können. Ich hoffe natürlich, in Zukunft bauen sie das Ganze hier noch ein bisschen aus, dass wir da noch ein bisschen mehr zu tun bekommen. Aber wenn dir natürlich das Video jetzt hier gefallen hat, vergiss natürlich nicht den Kanal zu abonnieren, bist du immer auf dem laufenden Stand. Schau auch gerne bei uns in die Infobox nach, da habe ich noch ein paar Videos zusammengestellt, was hier so ein bisschen mit dem Thema zu tun hat, mit unserer Chemie-Edition. Andernfalls bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Wir sehen oder hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Von daher haut's rein, bleibt gesund und ciao.